Ja, wir sind im schönen Österreich in der Wachau-Region im Oberbergern und sind verabredet mit Bianca und Robert, die in diesem wunderschönen Haus dort oben leben, und dem Architekten, der es erbaut hat, dem Andreas. Und ich glaube, ich habe sie da oben schon erspäht. So, und jetzt sind wir direkt hinterm Haus und ja, ich glaube, die haben sich schon gemütlich gemacht. Da kommt der Robert. Hallo Bianca, hallo Andreas, ja, hallo. Robert. Ach, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Gibt was zu feiern? Ja. Ich glaube schon. Die Nummer 2 ist da, Florentina, am Montag geboren. Ja, herzlichen Glückwunsch, Andreas. Danke. Ja, wunderschön. Ich meine, das ist ein Platz in der Sonne, oder? Also in der schönen Wachau hier. Wo sind wir genau? Ich habe es unten schon beschrieben. Ja, wir sind im Dunkelsteiner Wald. Warum heißt es Dunkelsteiner? Ja, das ist einerseits ist das sehr dichter, dunkler Wald und andererseits ist das Gestein, das hier vorkommt, also so eine Granit-Marmor-Mischung, die sehr dunkel ist. Ja, klasse. Also ihr habt das nicht ohne Grund hingebaut, ne? Und ich weiß, du bist Künstlerin, Bianca. Ich habe es mit Malen versucht, hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe dir ein paar Acrylfarben mitgebracht. Ich hoffe, die sind bei dir in besseren Händen als bei mir. So, und Andreas, magst du uns eine kleine Ausführung geben? Ihr seid damit einverstanden, wir sehen uns gleich wieder. Ja, perfekt, lasst euch den Wein schmecken. Ja, wunderbar. Und wir gehen erstmal zum Eingang, oder? Genau, da, wo wir normalerweise reinkommen würden. Mein Gott, das ist ja schon ein Innenbereich, der wirklich neugierig macht. Normalerweise betritt man hier das Gebäude. Genau, durch die Tür, ne? Durch die Eingangstür. Normal, ja, wenn man nicht auf der Terrasse aufhört. Ja, klasse, was für eine Flucht. Unser Eingangsbereich. Herrlich, großartig. Dann kommt man rein, ja, genau. Und dann stehen wir. Hier ist der Eingangsbereich, Garderobe. Ja. Und wichtig bei uns oder bei diesem Projekt auch, dass es in der Mitte vom Gebäude ist, sodass wir kurze Wege haben, kurze Gänge und auch eine Trennung zwischen privat und so halb öffentlich. Was ist denn halb öffentlich? Halb öffentlich ist zum Beispiel der Briefträger, der sofort hier steht, ja, und dann hier eine Unterschrift verlangt. Eine Unterschrift verlangt und sich dann in diesen Blick verliebt. Genau, aber wir gehen erstmal in den privaten Bereich. Ne? Privater Bereich hier, ja, durch eine Schiebetür auch getrennt, sodass es wirklich auch blickgeschützt ist. Ja, großartig, klasse. Man geht hier rein. Ja. Hier, WC, Technikraum. Und das wunderschöne große Schlafzimmer. Ganz herrlich. Klar. Man sieht, die Bianca ist Künstlerin. Ja, der große Kussmund. Ja, herrlich. Alles Holz, Holz, Holz. Wie, das ist eine Wand? Das ist keine Wand, das ist eine Tür. Ja, unfassbar. Und was für ein Ankleidertraum. Ein Kleidertraum, habe ich gerade gesagt. Ich meinte natürlich Ankleideraum, aber es ist ein Traum zum Ankleiden, oder? Ja, und da haben wir das Bad. Das Bad, auch schön groß, geräumig und großzügig. Wir haben alles, wie ich sehe, so in Sandfarben, Lehmfarben fast. Ich weiß ja, dass es hier Lehm an der Wand gibt. Sagst du ein bisschen was zu den Materialien hier? Holz, Dunkelsteiner Wald, also mehr als passend für dieses Gebäude. Hier haben wir fast ausschließlich in Holzbau. Du hast es gerade gesehen, vielleicht noch ist hier die Lehmwand außen noch. Ach, das ist Lehm? Das ist Lehm und dieser Lehm wurde auch benutzt, um die Innenwände. Aber nicht der Lehm, den ich da draußen sehe. Doch, genau, der ist ja aus der Baugrube. Es hat fantastische Qualität, ist im Innenraum aufgebracht und ist super für die Feuchtigkeitsregulierung, vor allem im Holzhaus. Ja. Das reguliert Schwankungen in der Feuchtigkeit. Ja, großartig. Holz, man sieht überall als Baustoff, weiß lasiert, damit die Holzigkeit ein bisschen nach hinten rückt, ja, und auch der Lehm in seiner Naturfarbe besser zum Vorschein kommt, damit es nicht in irgendeiner Form konkurriert. Auch hier Bezug nach außen. Wir haben jedem Raum einen Bezug nach außen gegeben. Das heißt, jeder Raum hat einen direkten Ausgang in den Garten. Welchen Grund hat das? Machst du es bei all deinen Projekten? Wenn es geht, ja. Ich halte mich am liebsten im Freien auf. Du bist doch Architekt, du hältst dich am liebsten im Freien auf. Ich sollte es vielleicht auch nicht zu laut sagen, aber ja, am liebsten im Freien. Und ich finde auch, dass die ursprünglichen Behausungen als Schutz vor Kälte, Sonne, Wind, Regen uns in Innenräume gezwungen haben und vielleicht in unseren Breiten oder auch in dieser Zeit sind wir oft viel zu lange in Innenräumen, als dass es uns vielleicht lieb ist. Deswegen unser Versuch immer, wo es geht,
den Bezug von außen nach innen herzustellen. Und was gibt Schöneres als hier mitten am Wald? Absolut. Und wir gehen jetzt in den weiteren großen Bereich, den halböffentlichen Raum. Liebe diesen Ausdruck, der halböffentliche Raum. Und auch da haben wir den Bezug nach außen, ne? Genau. Ja, aber erst noch ganz kurz hier. Ja. Ein spontanes Produkt. Großartig. Alles, jeder Raum hier wurde quasi, also alles, was das Haus an Raum bietet, wurde genutzt. Genau. Auch jede kleinste Ecke, das ist zur KED-Küche umfunktioniert worden. Eigentlich eine spontane Idee, aber wie man sieht, mehr als passend. Und direkt an die Küche herangegliedert, das eigentlich immer, ne, das Zentrum des Hauses. Ne? Hier ganz kommt nicht genau nur der Briefträger vorbei, sondern kurze Wege auch zur Küche und hier der große Wohnbereich mit Blick ins Tal, mit Blick auf die Gemeinde. Was für ein Panorama. Auch hier wieder der Tritt nach außen. Ne? Ich meine, das ist ein Panorama. Und du arbeitest bei deinen Projekten vor allen Dingen so im sogenannten Low-Tech-Bereich. Ne? Das heißt, du verwendest eher wenig Technik. Genau. Wir verwenden Technik dort, wo es Sinn macht, aber wir verzichten gerne, auch in Absprache mit den Bauherren immer, auf technische Spielereien, weil es viel Geld kostet in der Anschaffung, in der Wartung und schließlich auch dann im Austausch. Hier als Beispiel ein Kaminofen, ein wassergeführter Kaminofen, der Warmwasser in einen Pufferspeicher bringt und das warme Wasser dann über die Fußbodenheizung hier in den Wohnraum bringt. Low-Tech heißt nicht gleichzeitig wenig Komfort, das ist uns wichtig. Ja. Also das Haus spielt alle Stücke, aber wir verzichten ganz bewusst auf das, was man nicht wirklich braucht. Was wir brauchen, ist aber ganz viel Licht da oben, weil die Bianca ist Künstlerin. Und ganz genau, wir gehen jetzt auch zu ihr rauf in ihren großartig Bezugsbereich. Wenn du mich mal mitnehmen würdest, ja. Man sieht auch hier Technik dort, wo es notwendig ist. Wir haben hier ein Velux Integra-Fenster verbaut, das automatisch öffnet und schließt, optimal für die Durchlüftung und als Gestaltungselement natürlich. Ja, perfekt. Und das ist nicht das einzige Fenster, das dir bei deiner Arbeit, ich sehe da, was machst du da Schönes? Ja, es wird gerade wieder mal ein Spiegelei. Ist das dein Favorit, das Motiv? Ja, derzeit schon. Da ich gerade eine Ausstellung vorbereite, ist es zurzeit der Favorit, das Spiegelei machen. Ja. Und auch das Spiegelei braucht Licht, oder? Genau, das Spiegelei braucht Licht, ja. Ja, zum Thema Licht, es ist für mich wirklich wie ein Geschenk hier oben. Mit diesem lichtdurchfluteten Raum und diesem tollen Fenster. Das Velux-Fenster möchte ich wirklich sehr rausheben. Das ist für mich ganz was Tolles. Denn als Malerin, ich tauche einfach ein ins Tun und vergesse dann auf alles andere. Das heißt, ich achte auch nicht auf das Wetter. Das Wetter und auch hier. Und dann sind die Fenster geöffnet und irgendwann höre ich dann so ein leises Geräusch. Das immer stärker wird manchmal. Das Geräusch des Vertrauens. Das Integra-Fenster schließt sich. Ja. Ja, also ich glaube, ich hätte da schon ein paar Mal das Haus durchflutet, weil ich einfach vergessen hätte. Ja, klasse. Und dank diesem Fenster perfekt haben wir dieses Thema nicht. Genau. Ja, mit diesem wunderschönen Ausblick enden wir hier auch. Ja, vielen Dank für die tolle Hausführung. Abschließende Frage, was bedeutet Leben unterm Dach für euch, Andreas? Leben unterm Dach bedeutet für mich Licht von oben, fast wie im Freien sein. Ja, toll. Und ja, Bianca? Dem kann ich nur zustimmen, so naturverbunden als möglich. Und das will man in dieser wunderschönen Landschaft. Ja. Ja, guck mal, wer kommt denn da? Ah, der Robert. Robert! Ja, toll. Oh, was bringst du uns Schönes? Ach, das ist doch eine gute Idee. Dann trinken wir auf das Leben unterm Dach und vor allen Dingen auf die Florentina. Ja, Prost! Prost.